Doch am Einsatzort wird allen der Ernst der Lage endgültig klar. Als ich an der Einsatzstelle eintraf, waren zu dem Zeitpunkt etwa schon 19 Kollegen ausgefallen. Als ich in dem vermeintlichen Einsatzabschnitt 3 ankam, war dort im Prinzip noch ein einziger Feuerwehroffizier, heute mittlerweile ein guter Kollege von mir, der dort mich mit den Worten begrüßte: Ich habe alle meine Kollegen im Einsatz verloren, die sind also ausgefallen. In den ersten 2 Stunden nach dem Notruf kommt die Feuerwehr mit dem Löschangriff kaum voran. Ständig müssen Löschtrupps umkehren. Dann die nächste Schreckensmeldung. Ein Feuerwehrmann wird vermisst. Das Nächste, was natürlich sich eingebrannt hat, war die Sache hier mit Müller, mit dem Kollegen Müller, wo wir nach dem gesucht haben. Das war dann auch nervlich ganz schön belastend, möchte ich mal sagen. Dann auch in irgendwelchen Löchern und Gängen da rumgekrochen sind und versucht, ihn zu finden. Nachdem er seinen Gruppenführer gerettet hat, fehlt Joachim Müller die Kraft für den eigenen Rückzug. Bewusstlos bricht er zusammen. Und dann wurde nur gesagt, wissen Sie, wo der Herr Müller ist? Ich hatte einen ganz klaren Einsatzbefehl erhalten, der lautete, einen vermissten Kollegen zu suchen. Es beginnt eine verzweifelte Suche. Es ist wieder eine halbe Stunde, eine Dreiviertel, was noch immer noch nicht, die Zeit vergeht. Also, das war also dann wirklich, dass man sagte, es könnte es nicht überlebt haben. Inmitten des giftigen Qualms liegt er am Boden. Über Stunden. Und dennoch hat Joachim Müller überlebt. Und ist noch heute Gruppenführer bei der Leipziger Berufsfeuerwehr. Und dass ich den Feuerwehrmann Joachim Müller hier und heute begrüßen kann, grenzt auch schon an ein Wunder. Herr Müller, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie so langsam spürten, ich fühle mich unwohl, ich verliere das Bewusstsein? Wie gesagt, im Vorfeld war den Kollegen, wir haben uns dann getrennt, der hat die Tür noch gefunden, ist dann gerade raus. Und ich habe das dann nicht mehr geschafft. Bei mir war dann die Kraft weg. Und es fing an, sage ich mal, die Bewusstlosigkeit einzutreten. Also ich merkte das, mir wurde es schlecht. Und in dem Zeitraum dachte ich, na gut, das war's jetzt. Also jetzt, das ist, man fällt um und dann Schnitt. In dem Moment habe ich dann, zu meinem Glück, kann ich heutzutage noch sagen, mir die Maske noch runtergerissen. Er tut das, was Feuerwehrleuten in der Ausbildung strengstens verboten wird. Hätte er seine Maske aufbehalten, wäre er nach 40 Minuten erstickt. Sein Glück, er liegt an einer Maueröffnung, die ihm Frischluft von außen spendet. Außerdem ist die Giftkonzentration am Boden geringer. 2,5 Stunden dauert die Suche nach ihm. Wir haben den Kollegen dann im Keller, dort, wo wir ihn gesucht haben, nicht gefunden. Es hat ein anderer Trupp den Kollegen im selben Abschnitt, eine Etage oben drüber, glücklicherweise gefunden. Erstmals eine gute Nachricht. Wie kann er das überleben? Und wahrscheinlich war das sein Glück, nachdem wir das also später gehört haben, dass er dort unten drunter lag irgendwie und sich dort die Maske runtergetan hat. Wenn er sie nicht runter, dann wäre er wahrscheinlich, dass er es nicht überlebt. Dort war es richtig. Das Leben von Joachim Müller wird sich nun von Grund auf ändern. Nach einem Tag wird er aus dem Koma erwachen. Nach seinem Krankenhausaufenthalt wird er in den Genesungsurlaub nach Oberhof geschickt. An der Rezeption seines Hotels wird es dann geschehen. Ich habe damals im Ferienheim gearbeitet, in Oberhof, wo der Herr Müller nach dem Brand in der Wollkämmerei zum Urlaub hingeschickt wurde. Da hat sich das dann so ergeben, dass ich meine jetzige Frau kennengelernt habe.
Und am 29. Dezember des gleichen Jahres haben wir geheiratet. Hat alles gepasst. Und wir sind, wie gesagt, auch noch zusammen. Glück nach dem Unglück. Für Joachim Müller ist der 26. Juni 1986 immer noch wie ein zweiter Geburtstag. Nach seiner Rettung ist der Kampf gegen das Feuer in der Wollkämmerei aber noch nicht gewonnen. Im Keller stehen 48 Tonnen Wollprühler in Flammen. Eine riesige Stahlwand glüht. Die Hitze wird immer stärker. Die Silberhelme, die wir haben, gerade bei einem Kollegen, da ist der Helm so verrußt gewesen. Also die Reflexionswirkung ist im Prinzip verloren gegangen und der Helm fing an mit Schmelzen. Und das war dann auch das Kriterium Rückzug und Anlegen der Wärmestrahlenschutzanzüge. Doch bringt der Einsatz dieser Spezialanzüge neue Probleme. Das macht die körperliche Belastung natürlich um ein Vielfaches höher. Die Anzüge sind sehr schwer. Und Sie wissen, durch die gewaltige Hitze droht das gesamte Gebäude einzustürzen. Auch all die Maschinen im Obergeschoss sind in Gefahr. Das waren meines Wissens italienische Maschinen. Ja, die mussten ja für aus nicht-sozialistischen Ausland damals eingeführt werden für harte Währung. Und das war natürlich von großer Bedeutung, dass die dort nicht zu Schaden kommen. Am Brandherd im Keller wird nun ein riesiger Schaumteppich ausgelegt. Nach jedem Löschangriff werden die Anzüge mit provisorischen Duschen gekühlt und gleichzeitig Giftpartikel abgewaschen. Nach 4 Stunden kann eine weitere Ausbreitung des Feuers ausgeschlossen werden. Erst am Nachmittag ist der Brand liquidiert. 2 Tote, 26 Feuerwehrleute sind zum Teil lebensgefährlich verletzt. Fest steht, dass der Einsatz in der ehemaligen DDR, ich glaube aber auch deutschlandweit, der Einsatz war, wo die meisten Feuerwehrleute mit einem Schlag ausgefallen sind und wo es derart hohe Konzentrationen an Schadstoffen gegeben hat, wie mir nicht bekannt ist, noch ein zweites Mal aufgetreten ist. Trotz aller Dramatik berichtet die aktuelle Kamera nur kurz. In Kellerräumen des VEB Wollkämmerei Leipzig brach in der vergangenen Nacht ein Brand aus. 2 Arbeiterinnen kamen dabei ums Leben. Durch Rauchentwicklung wurde die Brandbekämpfung erschwert. Mehrere Feuerwehrleute erlitten Rauchvergiftungen. Sie werden im Krankenhaus ärztlich betreut. Es entstand Sachschaden. Die Brandursache wird zurzeit untersucht. Nur nach wenigen Tagen steht die Ursache fest. Die Presse meldet Brandstiftung. Weil er wegen Diebstahls mit einem Disziplinarverfahren belangt wurde, rächt sich der Hilfsarbeiter Hartmut M. und legt im Keller an 2 Stellen Feuer. Wie reagiert man darauf, wenn man erfährt, dass ein Kollege wissentlich Kollegen gefährdet hat? Wut, Schock. 12 Jahre Haft für den Brandstifter. Einige Feuerwehrleute leiden bis heute unter Spätfolgen dieses Einsatzes. Ich habe also chronische Bronchitis bekommen. Dann kamen Herzbeschwerden dazu. Der Dienst war nicht mehr, dass ich alles voll durchführen konnte. Ihm bleibt eine bescheidene Invalidenrente. Es ist wirklich so. Man sagte, es könnte viel oder schlimmer passiert sein noch. Ja, und dann ist gut, wenn man noch jemand hat, der mithilft. Mit den Erinnerungen bleiben Fragen. Wie hoch war die Blausäurekonzentration tatsächlich? Warum fielen gleich zu Beginn des Einsatzes so viele Leute aus? Das ist wirklich
bemerkenswert, wie schnell das ging. Ja, und das ist, nach meinen Recherchen mit Blausäure, in der unwahrscheinlich kurzen Zeit eigentlich kaum möglich gewesen. Welches Gift hat dann zu so vielen Ausfällen geführt? Was da genau, das weiß ich bis heute nicht. Das hat mir bis heute noch keiner gesagt, was wir dort eventuell eingeatmet haben. Die Feuerwehrmänner Reinhard Steffler und Joachim Müller von der Leipziger Berufsfeuerwehr suchen bis heute nach Antworten. In den Archiven finden sie eine Notiz der Brandursachenermittler. Extreme Temperaturen könnten zu einer chemischen Reaktion der Blausäure geführt haben. In dem Vermerk steht, dass bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius Schwefellos entstehen kann. Schwefellost, auch bekannt als Hyperit oder Senfgas. Im Ersten Weltkrieg wird es erstmals eingesetzt. Erfunden im Labor des Vaters der Chemiewaffen, des deutschen Chemikers und Nobelpreisträgers Kurt Haber. Die Forscher suchen damals nach einem Kampfstoff, der auch Gasmasken durchdringt. Mit Senfgas gelingt ihnen das. Es gelangt nicht nur durch die Atemwege, sondern durch die Haut in den Körper. Verursacht schwere Haut- und Lungenschäden. Hunderttausende fielen diesem Hautkampfstoff weltweit zum Opfer. Der letzte große Einsatz 1988. Beim Giftgasangriff Saddam Husseins gegen die Kurden sterben 10.000 Menschen qualvoll. Hat sich dieses Gas auch beim Löscheinsatz im Keller der Leipziger Wollkämmerei gebildet? Also das ist durchaus eine Überlegung, insbesondere bei den Ersteinsatzkräften, die relativ kurze Zeit dort am Einsatzort waren und dort schon innerhalb kurzer Zeit schwindelig wurden, wackelig auf dem Bein. Das könnte durchaus eine Ursache gewesen sein für das Auftreten von Schwefellost, weil es tatsächlich so schnell geht. Und so schnell geht das über Blausäure eigentlich nicht. Aber einen endgültigen Beweis hatte man noch nicht, denn damals konnte man das gefährliche Gas in der Luft nicht messen. Reinhard Steffler, Sie kennen solche Einsätze. Was würde heute anders ablaufen? Also bei so einem Einsatz würde natürlich das Messfahrzeug sofort mitfahren und könnte auch relativ zeitnah entsprechende Messergebnisse liefern. An Bord des Messwagens kommt dieser Infrarotspektrograph zum Einsatz. Er erkennt hunderte verschiedene Gase und deren Konzentration bis zu einer Entfernung von 5 Kilometern. Auch Senfgas oder Blausäure. Damals wusste niemand genau, welches Gift sich in der Luft befindet. Mit einer Luftmessung können Feuerwehrleute heute besser vor möglichen Gefahren geschützt werden. Und wenn dann gefährliche Stoffe entdeckt wurden, Herr Steffler, dann kommt so ein Zelt zum Einsatz, ein Dekontaminationszelt, richtig? Jawohl, das ist richtig. Hier sehen wir jetzt gerade, wie die Schuhe sauber gemacht werden. Das ist hier die sogenannte Vorreinigung. Ja, und dann tritt er durch und geht in das Zelt und wird dann von oben nach unten dekontaminiert. 1986 atmet ein Großteil der verletzten Feuerwehrleute Giftpartikel ein, die sich in der Feuerwehrkleidung festgesetzt hatten. Eine sofortige Dekontamination soll das heute verhindern. Macht man das nur mit Wasser? Wahrscheinlich nicht. Nein, das ist unterschiedlich. Je nachdem, um was für einen Schadstoff sich handelt, werden dann die entsprechenden Dekontaminationsmittel genommen. Und legt dann anschließend die Sachen ab.